Als Sparker fotografieren, Rolltüne muss schließen und bald ist es wieder Zeit für den Adventkalender. Einige Bäcker, viele Filialen müssen geschlossen werden. Wir sprechen von der Bäckerei Rolltüne. Es ist nicht der erste Antrag, wo das Unternehmen einen Insolventantrag gestellt hat. Bereits 2018 im Herbst haben die einen Antrag gestellt, von 16 Filialen wurden 10 Filialen an einen neuen Betreiber übergeben. Auch die 54 Mitarbeiter werden übernommen. Das Fotografieren von Falschparker ist soweit erlaubt. Das hat das Landesamt Ansbach stattgegeben in einem Urteil. Somit verstößt es nicht gegen das Datenschutz von Deutschland. Es genügt auch nur einen Anruf bei der Polizei und es mitzuteilen. Das Landesamt für Datenschutz prüft die Urteilsgründung. Aktuell ist das Urteil noch nicht rechtskräftig. Und das war auch schon wieder die nächste Woche 45. Ja, wir sehen uns dann in einer Woche wieder. Adventkalender, nimmt da sehr gerne teil. Bis dahin, bis zum 1.12. sind bei mir mal wieder relativ viel zu machen, erledigen. Der Terminkalender ist bei mir relativ voll. Aber das sollte kein Problem sein. Ich werde ja hin und wieder Stream ihr geben, wo auch mal ich wieder dabei bin. Oder ja, somit da. Ich erstmal schöne Woche. Bleibt gesund. Wir sehen uns in einer Woche. Schönen Abend oder schönen Tag. Tschüss.